viel Kilometer pro Stunde fährt man eigentlich, wenn man 100 Meter pro Sekunde hat? Oder wie viel Fahrenheit sind 40 Grad Celsius? Wie viel Kubikmillimeter sind 95 Liter? Alle diese Umrechnungen von Einheiten kann man sehr leicht mit LibreOffice Calc durchführen. Hier in diesem Video erfährst du, wie das Ganze funktioniert. Zuerst öffne ich eine neue Tabelle in LibreOffice Calc und dann gebe ich zwei Spaltenüberschriften. In der Zelle B1 habe ich Zahlenwert eingetragen, in der Zelle C1 habe ich Einheit eingetragen. Es gibt auch zwei Zeilen. Einmal die Zeile 2, da schreibe ich gegeben rein. Und in die dritte Zeile schreibe ich Wunsch rein. So, in der Zelle B2 gebe ich den Zahlenwert an, der umgerechnet werden soll, zum Beispiel 98. Und in C2 bei Einheit gebe ich ein, die Einheit, aus der er heraus umrechnen soll. Bei mir soll das beispielsweise eine Längeneinheit sein. Ich wähle jetzt einfach mal Kilometer, also km. In der Zelle C3 gebe ich die Wunscheinheit ein, also die Längeneinheit, in der ich umgerechnet haben will. Das soll bei mir sein Meile. Dafür wäre die Abkürzung MI. In der Zelle B3 soll das Ergebnis angezeigt werden. Deswegen gehe ich mit dem Cursor auf diese Zelle B3 und dann klicke ich auf den Funktionsassistent. Den findest du hier unter FX. Im sich öffnenden Fenster suchst du nach der Funktion Umrechnen und doppelklickst drauf. Bei Zahl trägst du B2 ein oder die Zelle, wo bei dir eben die Zahl hinterlegt ist, aus der du heraus umrechnen willst. In dem Feld von gibst du die Einheit ein, von der du ausgehst. Bei mir ist die hinterlegt in der Zelle C2. Deswegen kann ich zum Beispiel hier C2 direkt eingeben oder ich klicke hier einfach auf die Zelle C2. Und bei in will er jetzt noch die Einheit haben, in der er umrechnen soll. Die ist bei mir hinterlegt in C3. Deswegen klicke ich noch am Schluss auf C3. Und dann quittiere ich das Ganze noch mit OK. Und wie du siehst, zeigt er mir jetzt das Ergebnis in Meilen an. Selbstverständlich kannst du dir die Kilometer auch in Millimeter oder in Mikrometer anzeigen lassen. Dafür musst du einfach hier das Meilen entsprechend abändern. Wenn du zum Beispiel Millimeter haben willst, gibst du einfach mm ein und schon zeigt er dir das Ergebnis in Millimetern an. Oder du willst es sogar in Mikrometer dir anzeigen lassen. Für Mikro, für diesen Präfix Mikro, ist die Abkürzung übrigens U, also UM. Dann zeigt er dir das Ergebnis in Mikrometer an. Das Programm kann natürlich nicht nur Längen umformen, sondern auch andere physikalische Größen. Wir können zum Beispiel auch uns eine Zeit umformen lassen. Ich gehe mal von aus, ich will mir 12 Stunden in Sekunden anzeigen lassen. 12 Stunden, also hier bei der gegebenen Einheit, wähle ich die Abkürzung für Stunden, die ist HR für Hour. Und ich will jetzt die Sekunden haben, dafür ist die Abkürzung Sekunden. Und schon zeigt er mir an, 12 Stunden sind 43.200 Sekunden. Willst du beispielsweise wissen, wie viele Sekunden du gelebt hast an deinem 100. Geburtstag, dann gehst du hier einfach bei gegebenem Zahlenwert zu 100 und als Einheit gibst du Years ein, also Jahre. Und du siehst, wenn du hier bei der Wunscheinheit Sekunden stehen lässt, wie viele Sekunden du alt geworden bist an deinem 100. Geburtstag. Jetzt fragst du dich bestimmt, welche Einheiten denn alle zulässig sind für die Umrechnung. Ich habe dir eine Auswahl an möglichen Einheiten hier angegeben. Zum Beispiel 80 Grad Celsius kann man umrechnen lassen in 176 Fahrenheit. Die Abkürzung für Fahrenheit findest du hier ist F und für Celsius ist es C. Du kannst dir eben die Zeiten umrechnen lassen, du kannst dir Längen, Flächen oder Volumen umrechnen lassen oder auch Energien, Arbeiten oder Leistungen. Natürlich kannst du das Ganze auch kombinieren mit den Präfixen Mikro, Milli, Centi, Dezi, Kilo, Mega und Giga. Und das sind nur einige, die ich dir angegeben habe. Auch viele weitere sind möglich.
Eine vollständige Liste der Einheiten, die du umrechnen kannst, findest du wieder, wenn du auf den Funktionsassistent klickst und dann auf Hilfe drückst. In den Hilfeseiten suchst du einfach nach Umrechnen und lässt dir die entsprechenden Seiten für die Funktion Umrechnen anzeigen. Wenn du herunterscrollst, findest du jetzt die ganzen Maßeinheiten, die zulässig sind. Für die Fläche findest du zum Beispiel auch seltene Einheiten wie Quadrat, Angström oder auch Hektar, Morgen. Für die Energie gibt es zahlreiche Einheiten, für die magnetische Flussdichte, für die Kraft. Für die Information kann man sich zum Beispiel Byte in Bit umrechnen lassen. Länge und Entfernung, Masse und Gewicht findest du jeweils die Einheiten, die man sich umrechnen lassen kann. Die Abkürzungen, die sind hier links in den Spalten immer angegeben. Für die Energie kannst du dir verschiedene Einheiten umrechnen lassen. Für den Druck, zum Beispiel Pascal in Atmosphären. Für die Geschwindigkeit, zum Beispiel Meter pro Stunde in Meter pro Sekunde, Temperatur, Zeit und Volumen. Ganz unten findest du auch die Präfixe, die man damit kombinieren kann. Nicht alle Einheiten lassen sich mit Präfixen kombinieren. Ob das möglich ist, findest du hier in der letzten Spalte immer bei der Spalte, die mit Präfix bezeichnet ist. Ich hoffe, dieses Lernvideo hat dir geholfen. Viel Spaß beim selber ausprobieren. Tschüss und bis bald.